Herzlich willkommen zur 39. Ausgabe von Ballaballa TV. Im ersten Teil dieser Sendung berichte ich euch aus dem Süden Europas, nämlich aus Bella Italia. Am 9.04.2017 besuchte ich das Stadio Oreste Granillo, das ist die Heimspielstätte von Regina Calcio, ganz im bitterarmen Süden Italiens gelegen. Regina Calcio ist eine Mannschaft, die es Ende der 90er Jahre bis in die zweite Liga Italiens spülte. Nach Skandalen, die bei italienischen Fußballclubs immer wieder vorkommen, wurden die sympathischen Kicker aus dem Ort Reggio di Calabria bis in die vierte Spielklasse zwangsversetzt, um in dieser Saison als Liga-Neuling wieder in die Lega Pro Girone C, das ist die Staffel C der dritten italienischen Liga, aufzusteigen. Reggio di Calabria befindet sich in der äußersten Stiefelspitze Italiens auf Höhe der Meerenge von Messina, die bereits in der Antike durch ihre Strudel und ihre gefährliche Strömung gefürchtet war und in der Legende nach Odysseus nebst seiner Schiffsbesatzung fast das Leben kostete. Am 34. somit drittletzten Spieltag dieser Saison präsentierte sich mit dem US Catanzaro ein Konkurrent um den Verbleib in der dritten Liga im 28.000 Zuschauer fassenden Stadion. Als ob diese Konstellation bereits genug Brisanz in sich trug, ist noch zu erwähnen, dass die Stadt Reggio di Calabria den Titel einer Landeshauptstadt von Kalabrien an Catanzaro abtreten musste, sodass das Konkurrenzdenken durch diesen Umstand noch verstärkt werden sollte. Rings um das Stadion patrouillierten die Polizia Comunale und die Carabinieri bereits 2,5 Stunden vor dem Anpfiff dieser Partie, um Ausschreitungen bereits im Keim zu ersticken. Da ich mich erst am Spieltag um Eintrittskarten bemühte, hatte ich ein Problem. Da Eintrittskarten am Stadion nicht zu haben waren und mir ein freundlicher Carabinieri den Tipp gab, es doch mal im 3 Kilometer entfernten Café dei Sole zu versuchen, kämpfte ich mich nun durch die 185.000 Einwohnermetropole Kalabriens, um möglichst noch der gesamten Begegnung beiwohnen zu können. Nachdem ich mich bei zig Passanten und Polizisten durchgefragt hatte, sprach ich einen Mann an, der gerade seinen zerbeulten Ford Focus verlassen wollte und landete ein Volltreffer. Pepe, so hieß der N40er, ließ sich nicht lange bitten und erklärte in einer Melange aus italienischen und englischen Sprachbrocken, dass er mir eine Karte für das Spiel besorgen würde. Was blieb mir übrig? In meiner Not stieg ich bei ihm ein und es entwickelte sich, trotz der Sprachbarrieren, ein interessant, amüsantes Gespräch. Wie sich herausstellte, war Pepe in den 80er Jahren der Fan von Regina Calcio. Sein Fandasein hatten ihm übrigens insgesamt 4,5 Jahre italienisches Staatsgefängnis beschert. Meine Frage, ob er sich durch Ruhmestaten als Hooligan diese Staatsurlaube verdient hätte, bejahte der wie ein Dockarbeiter aussehende Pepe mit einem einfachen Nicken. Im Übrigen, anschnallen müsse ich mich in seinem Auto nicht, das wäre seine Stadt und da würden seine Regeln gelten. Okay, bei den engen Gassen, die wir durchfuhren, war es auch nicht nötig. So kamen wir mit seinem klapprigen Ford eh nicht mehr über mittlere Fahrradgeschwindigkeiten hinaus. Nachdem wir 10 Minuten kreuz und quer durch die Innenstadt fuhren, hielten wir nicht am Café del Sole, sondern an einem düsteren Tabakladen, der nicht gerade einen einladenden Eindruck machte. Mein Erscheinen sorgte dafür, dass aus den umliegenden Spelunken ein knappes Dutzend nicht gerade vertrauenserweckende Gestalten sich im Ticketverkauf versammelten, um zu verfolgen, was ich Exot denn dort suchte. Pepe wurde von dem Ensemble freudig begrüßt und es konnte nun das Geschäftliche folgen. Und so kam ich dank Pepe und der neuen italienischen Sicherheitsbestimmung zur ersten personalisierten Eintrittskarte meiner bisherigen Fankarriere. Nachdem wir nach weiteren 10 Minuten wieder einen Parkplatz nähe Stadion angesteuert hatten, begleitete mich Pepe, nachdem er von mindestens einem weiteren Dutzend Anhänger Reginas begrüßt wurde, zu meinem Eingang an der Haupttribüne. Hatte ich zum Beginn dieser Zufallsbekanntschaft die Geschichten von Pepe als südländische Prahlerei abgetan, wurde mir spätestens bei der ehrfürchtigen Reaktion der Kontrollkräfte am Eingang des Stadions klar, dass wohl einiges seiner Ausführungen der Wahrheit entsprechen mussten. Pepe hatte sich eine Karte für seine Curva besorgt, ich hatte mich aus Sicherheitsgründen für einen Platz auf der Haupttribüne entschieden. Hatten doch erst vorletzte Woche sich Messina-Fans mit Regina-Anhängern eine wilde Schlacht geleistet, die 300 Beteiligte eine Untersuchungshaft beschert hatten. Um es vorwegzunehmen, spielerische Klasse konnte ich über die 90 Spielminuten nicht erleben. Dafür war die Brisanz drittletzter Catanzaro gegen fünftletzter Regina Calcio doch zu hoch.
Regina erwischte den besseren Start und hatte bereits in der zweiten Spielminute eine gute Möglichkeit, in Führung zu gehen. Gegner Catanzaro, der ganz im Norden Kalabriens beheimatet ist, kämpfte sich im Laufe der ersten Hälfte immer besser in diese Partie, hatte allerdings in der Offensive nicht die Qualität, um Zählbares aus ihrer optischen Überlegenheit zu erarbeiten. Regina wollte dem in nichts hinten anstehen, wie hier bei der Ausführung dieses Freistoßes zu sehen. Gegner Catanzaro war bei der Ausführung von Standards ähnlich kreativlos. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass das hervorragende Schiedsrichtergespann, das die manchmal überschäumenden Emotionen in geregelte Bahn lenkte, mit dem Halbzeitpfiff noch keinen Torschützen auf ihrem Notizzettel vermerken musste. Am besten in der ersten Hälfte waren neben den Schiedsrichtern die Fans beider Teams, die durch ihren Dauersupport dieser Partie einen würdigen Anstrich verliehen. In Hälfte 2 änderte sich an den spielerischen Defiziten beider Teams wenig. Und so konnte ich zwischendurch auch mal den landenden Flugzeugen des nahen Flughafens von Reggio di Calabria hinterher sehen. Ausgerechnet ein Standard sollte dann diese für beide Mannschaften äußerst wichtige Begegnung entscheiden. In der 62. Spielminute wurde von Reginas Antonio Porcino ein Eckball kurz ausgeführt und dann von Antilio Carpentieri links auf die Höhe des 5-Meter-Raumes gezirkelt. Catanzaros litauischer Leittorwart Tomasz Serwetkauskas von AS Rom blieb dummerweise wie angewurzelt auf der Torlinie kleben. Der Ball flog wie eine wild gewordene Flipperkugel auf ihn zu und sein Abwehrversuch landete bei Reginas Serben Jevrim Kocic, der keine große Mühe mehr hatte,
in der 62. Spielminute das runde Leder im Tor der Landeshauptstädter unterzubringen. Sportiva Catanzaro, was frei übersetzt so viel heißt wie sportliche Städter, versuchte in der Folgezeit ihre Angriffsbemühungen zu verstärken und kam in der 80. Spielminute zu ihrer besten Chance, den Ausgleichstreffer zu markieren. Auch in dieser Szene machte der bestens positionierte Schiedsrichter alles richtig, indem er das Spiel einfach weiterlaufen ließ, als der Ball von der Latte des Regina-Tores auf die Linie sprang und anschließend mit vereinten Kräften aus dem Strafraum befördert werden sollte. Regina machte durch diesen Dreier vermeintlich einen guten Schritt in Richtung Klassenerhalt und verbuchte die Punkte 36 bis 38. US Catanzaro kann nach dieser Pleite nur noch ein Fußballwunder helfen. Doch mittlerweile wurde dann auch ein wichtiger Dreier am vorletzten Spieltag eingefahren und Catanzaro hat nun doch 35 Punkte auf der Habenseite. Regina hat in der letzten, nein, vorletzten Begegnung dieser Spielserie nach drei Dreiern in Folge nichts Zählbares einfahren können. Und so wird sich erst am letzten Spieltag entscheiden, wer den Abstieg aus der dritten Liga Italiens vermeiden kann. Und noch einmal hallo zur zweiten Hälfte der 39. Ausgabe von Ballaballa TV, die wohl den größeren Teil meines Publikums mit Spannung erwartet haben wird. Zur Halbfinalpartie des niedersächsischen Fußballpokals verschlug es unsere Arminen am letzten Mittwoch in die Stadt des Westfälischen Friedens, zum VfL Osnabrück. Hä? Moment mal, wird sich der aufmerksame Zuhörer meiner Worte nun denken. Was hat denn Westfalen mit dem Niedersachsen-Pokal zu tun? Und überhaupt, warum hat der VfL Osnabrück als Drittligist Heimrecht gegen den Fünftligisten Arminia Hannover? Okay, dann mal der Reihe nach. Was 1648 nach Abschluss der Friedensverhandlungen des Dreißigjährigen Krieges vielleicht mal Westfalen hieß, ist nun nach diversen Gebietsreformen in den darauf schon fast 450 Jahren doch zu Niedersachsen geworden. Wie im Falle der 162.500 Einwohner starken Stadt Osnabrück geschehen. Die somit nach Hannover und Braunschweig die drittgrößte Metropole Niedersachsens darstellt. Zum Heimspieltausch dieser Partie wurde bereits so viel in den Medien berichtet, ich glaube nun wirklich nicht mehr darauf eingehen zu müssen. Und seien wir ehrlich, hätte diese Partie in Hannover stattgefunden, dann hätten wir die nun wirklich gelungene Startchoreografie der VfL-Fans nicht erleben dürfen und die immerhin 3041 zahlenden Zuschauer und die damit verbundenen Einnahmen hätte diese Begegnung in der Landeshauptstadt Hannover nun wirklich nicht angezogen. Schade, dass diese Partie nicht an einem Wochenende oder ohne Osterferien stattfinden konnte. So hätten sicherlich auch mehr als die ca. 130 Schlachtenbummler aus Hannover den Weg ins Osnabrücker Land angetreten. Durch diesen Umstand blieben leider einige uns bekannte Gesichter durch Beruf und Urlaub dieser nicht nur für uns bedeutenden Spielpaarung fern. Im Vorfeld der Begegnung wurde auch in den Osnabrücker Gazetten von der wichtigsten Partie der laufenden Saison gesprochen.
Dementsprechend engagiert gingen dann auch die Osnabrücker Drittliga-Profis gegen Amateurligist Arminia zu Werke. Zumeist spielte sich das Spiel in Strafraumnähe der klassischen Blauantreten Arminen ab, die in den ersten 45 Spielminuten mit dem nötigen Glück und Geschick ein 0:0 Unentschieden mit in die Kabine nehmen konnten. Immerhin durften auch die Arminen Hälfte 1 zwei Torchancen für sich verbuchen, sodass in der Halbzeitpause auch bei den Fans berechtigte Hoffnung auf eine Finalteilnahme gegen den Lüneburger SK, einen ebenfalls altbekannten Gegner im NFV-Pokal, aufflammten und sich im Lager der Osnabrück-Fans zunehmend Nervosität breitmachte. Immerhin durften auch die Arminen Hälfte 1 zwei Torchancen für sich verbuchen, sodass in der Halbzeitpause auch bei den Fans berechtigte Hoffnung auf eine Finalteilnahme gegen den Lüneburger SK, einen ebenfalls altbekannten Gegner im NFV-Pokal, aufflammten und sich im Lager der Osnabrück-Fans zunehmend Nervosität breitmachte.
Auch im zweiten Spielabschnitt ließen die lila-weißen Osnabrücker nicht locker und so schien es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis das erlösende Tor für ihre Farben fallen sollte. Körperlich robust, doch spielerisch nicht überzeugend, setzte Osnabrücks Trainer Joe Enochs, den wir Arminia noch als aktiven VfLer aus gemeinsamen Drittligatagen kennen, in der zweiten Hälfte auf das Pferd Zermürbungstaktik. Arminias Bemühungen beschränkten sich aufgrund der dominanten Spielweise der Osnabrücker in der zweiten Halbzeit lediglich darauf, das Ergebnis zu verwalten. Eigene Offensivbemühungen konnte der Arminia-Hang dann doch nur an ein, zwei Aktionen bestaunen. Nach 65 Minuten war es dann aber soweit. Die Beine der Arminien-Spieler waren schon sichtlich müde gespielt und so fanden die Osnabrücker dank ihres niederländischen Kickers Jules Reimerink die Lücke in der Arminien-Abwehr. Doch auch bei ihrem vorentscheidenden Treffer zum 1:0 wollten es die Enoch-Kicker spannend machen. Ein Schuss des VfLers Christian Gross konnte der großartig klärende Bastian Fielsch im Arminia-Gehäuse noch entschärfen. Den Abpraller nahm Reimerink auf, Osnabrücks Holland im Port strapazierte dabei die Nerven seiner Fans besonders. Beim ersten Versuch, den Ball im Tor der Arminien unterzubringen, landete er am linken Innenpfosten. Zu seinem Glück sprang ihm das Spielgerät dann direkt wieder vor seine Füße. Im zweiten Versuch machte er es dann ohne Gegenwehr der Arminien-Verteidigung besser und versenkte das Spielgerät im Kasten von Basti Fielsch. Minute. Unser Gast aus Hannover wechselt zum ersten Mal aus. Das Spielfeld verlässt die Nummer 10, Mohamed Sade. Dafür jetzt noch auf dem Spielfeld die Nummer 9, Tilman Gust. Arminias Trainer Murat Sala reagiert und brachte mit Tilman Gust sofort nach diesem Treffer eine neue Offensivkraft aufs Feld. Für kurze Zeit schien sich diese Umstellung auf dem Feld auch positiv auszuwirken. Als Arminia dank eines Abprallers in der 67. Spielminute nur knapp den Ausgleich verpasste. Aber seien wir ehrlich, Osnabrück war über die gesamten 90 Minuten das stärkere Team und von den gezeigten Spielanteilen her war das späte 2:0 ein gerechtes Endergebnis. Arminia hat sich allerdings als Amateurligist gegen die VfL-Vollprofis rein gar nichts vorzuwerfen und wird den Osnabrückern für die restlichen 7 Drittligapartien alle Daumen drücken, die ihnen zur Verfügung stehen.
Mit diesem freundlichen Erfolgswunsch ins Osnabrücker Land ist die Hoffnung verbunden, dass sich der VfL Osnabrück bis zum Ende der Saison mindestens noch auf den vierten Tabellenplatz vorschieben wird. Dieser Platz im Abschlussklassement würde dafür sorgen, dass ein weiteres Spiel der Verlierer der Halbfinalpartien stattfinden würde, um einen weiteren Teilnehmer für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal 2017-2018 auszuspielen. So könnten wir dann doch noch zu Lucky Losern werden, vorausgesetzt wir schlagen den BSV Reden. Im Übrigen ist der erfolgreiche Abschluss der Oberliga-Saison eh viel wichtiger und wir sollten möglichst schnell noch mindestens 10 zusätzliche Punkte auf der Habenseite einfahren, damit wir nicht noch in Abstiegsnöte geraten. Am besten sollten wir bereits am Wochenende gegen den VfL Oldenburg mit dem Einsammeln der nötigen Punkte beginnen. Der Anpfiff dieser Partie ist am kommenden Sonntag um 15 Uhr vorgesehen. Na denn, allez les bleus!